Ach, ein Pipitor. Ja, ist blöd, dass es ein Stein-Pokémon ist. Na, du brennst. Das ist schön, weil das bedeutet, dass du brennst und ich nicht. Schadenfreude ist manchmal dann doch die schönste Freude auf Erden. Brenne in der Hölle. Brenne in der Hölle. Wunderbar, ich sollte auftreten. Man kann mich auch mieten für Kindergeburtstage, Beerdigungen. Brenne in der Hölle. Ja, das, ich müsste eine CD rausbringen. Album. Top Einäscherungslieder. Yeah. Ein sehr langer Schrei, den Metacross da hat. Beziehungsweise hatte. Hell yeah. Ja, Pokémon-Schrei. Eine Sache, die mich schon länger fasziniert. Ich hatte eine Seite gefunden. Ich glaube, es war Anfang Juni, wo ich diese Seite gefunden hatte. Und da ging es darum, Pokémon-Schreie zu erraten. Die Seite hieß PokerChrist.com. Wurde ein Poké. Ah, schau an. Ein Mogelbaum. Mogelbaum. Ich habe das Gefühl, als ob ich schon mal einen Mogelbaum hatte bei meinem letzten Mal. Aber ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich es dann genannt hätte, wenn ich eins gehabt hätte. Und deswegen bin ich gerade ein wenig Mogelbaum. Wie nennt man denn einen Mogelbaum? Mogelbaum. Mogelbaum. Zerschnei. Das passt gar nicht. Witzig. Wie nennt man denn einen Mogelbaum? Ich hab's ein paar Ideen, aber es macht alles keinen Sinn. Ich brauche ja was Gutes. Ich hab was. Nein, ich hab nix. Es ist auch nur eine Frau. Mir schießen gerade so viele männliche Vornamen durch den Kopf und jetzt ist es eine Frau. Ah! Und ich kann es nicht Ivy nennen, weil es kein Pflanzen-Pokémon ist und kein Pflanzenstarter. Ich nenne nämlich nur meine Pflanzenstarter Ivy bzw. Poison Ivy. So. Ich hab was, aber das ist ein Riesenstretch. Ich werde es euch erklären. Also. Und zwar. Folgende Sache. Mogelbaum sieht aus, als hätte er Boxhandschuhe. Hat er nicht, es sind Blätter, ich weiß. Oder es sollen Blätter sein. Es sind Stein-Pokémon. Meine Güte, jetzt hört mir nur zu. Stein-Pokémon, Boxer.
Rocky. Weiblich gibt's da nicht wirklich was. Schauspieler von Rocky, Sylvester Stallone. Sylvia. Gern geschehen, gern geschehen. So, das Ei ist ein Mogelbaum namens Sylvia. Das alles nur für so einen Namen, ha? Jetzt muss ich aber ganz kurz Bericht. Steinwurf und Mimikry. Ja, wo war ich? Ah ja, auf jeden Fall, die Seite heißt PokéCries. Und ich bin sofort auf die Seite und habe mir gedacht, so, ich hab grad echt Lust dabei. Und habe mir dann auch, habe ich da hingesetzt, habe Aufnahmen gemacht, 7 Stück an der Zahl. Und da spricht nichts gegen, diese Aufnahmen werden irgendwann kommen. Nur war meine Intention dahinter, diese Seite populär zu machen, ne? Diese Seite sollte mehr Aufrufe bekommen, weil davon hatte ich vorher noch nie gehört. Ich bin da rein zufällig, weil ich nach einem Pokémon-Schrei gesucht habe. Ich habe Pokémon-Schrei eingegeben und dann kam Pokécries. Und es war schon eine schöne Sache. Nur, und das ist kein Scherz, ach ja, der Krummlöffel. Es ist kein Scherz, gefühlt 2 Tage. Es könnten auch 3 oder 4 gewesen sein. Nachdem ich diese Seite betreten hatte, hat sie zugemacht. Ich habe die Aufnahmen noch da, das heißt, ich weiß, es war keine Lüge, diese Seite hat es gegeben. Nur gibt's die Seite nicht mehr. Und das hat mich echt, also ich wollte die auch Freunden zeigen und es hat mich auch ein bisschen traurig gemacht, weil es war eine schöne Seite. Ich hoffe, die wird noch mal irgendwann wiederkommen. Und ich glaube tatsächlich, ich rede gleich mit dir. Ich glaube tatsächlich, dass diese Seite nur nicht mehr ist wegen der neuen 7. Generation, damit sie da vielleicht eine neue Rubrik machen können, weil es gab zu dem Zeitpunkt nur die Rubriken 1, Generation 1 bis 6. Deswegen hoffe ich, dass eine Generation 7 eventuell einfach nur auf dem Weg ist. Jedoch weiß ich das nicht. Und ich könnte es eventuell herausfinden. Ich habe es halt noch nicht gemacht. So viel dazu. Wir haben unglaublich viele Pokémon und uns sind noch nicht sehr viele draufgegangen. Das ist eigentlich ganz schön. Ja, auf jeden Fall, das ist so Sinn der. Das ist die Sachlage momentan. So, was willst du? Wahahaha. Ich wusste es, Ellie, ich wusste es. Ich habe die richtigen Personen ausgepickt. Hier, das ist mein Dankeschön, eine Term, die Donnerblitz enthält. Es ist nicht wirklich Donnerblitz, oder? Wahahaha, es freut mich zu sehen, bla bla bla. So, auf jeden Fall gibt's die Seite nicht mehr. Und das ist super ärgerlich. Eis ist Kälte. What? Oh mein Gott, das können sogar noch einige Leute lernen. Eiseskälte, wer es nicht weiß, ist eine Attacke, die das po gegnerische Pokémon sofort besiegt. Das ist ein One-Hit-KO. Weißt du was? Ja, ich möchte ihm Eiseskälte beibringen. Nur was da muss gehen? Silberblick darf verschwinden. Und jetzt, meine lieben Freunde, machen wir den Versuch. Ivan ist eh unterlevelt. Tausch. So, dann geben wir ihm noch. Achtet. Item nehmen. Ich gehe auf jeden Fall noch in den Markt. So, auf jeden Fall, das war die Geschichte, weswegen ich es schade finde. Bla bla bla. So, auf jeden Fall ist das eine wirklich schöne Seite gewesen. Vielleicht gibt es die wieder und dann könnt ihr jetzt drauf gehen, pokercries.com. Guckt mal für mich nach, vielleicht gibt es die auch einfach schon wieder. Und dann könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben oder was weiß ich. Ja, aber wie wenig Platz man auch hat, ne? Lachsrauch will eh keiner, ja. Küstensalz. Ja, Küstensalz. Ich werde mich endlich davon trennen. Stopp.
Nee, ist okay, komm, weg damit. Küstensalz am Arsch. So. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich hier. Ach so, ja. Beutel. Nein, falsch. Ach komm. Item nehmen. Der Seidenschal. Item nehmen. Das Glücksei. Item geben. Das Glücksei. Und Mrs. Krabs mit Stärke und Zertrümmerer kann ruhig auch den Seidenschal an sich nehmen. Ich möchte jetzt den Versuch machen. Na, wahrscheinlich ist es eh die falsche Richtung. Gehen wir lieber hier lang. Ich möchte schnell ein Pokémon finden und es müsste Eiseskälte töten. Kriegen wir das hin? Makago, los Ivan. Es wäre unglaublich toll, wenn wir nicht einfach treffen würden. Wir haben getroffen! Ein K.O.-Treffer, yes! Ivan, du bist der Schrecklichste von allen. Oh ja, Eiseskälte. Wenn sogar ein Makago stirbt. Ein Makago, Feuerschnecke. Ne? Wie war der Pokédex-Eintrag? Kann bis zu 6000... der kann so heiß werden wie das Innere eines Vulkans. Irgendwie sowas, ne? Aber ein bisschen Eis, sag ich immer. Ein bisschen Eis. Ja, das Ganze mit dem Eisschlüpfen, das hat mich voll aus dem Konzept gebracht. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, was ich noch sagen könnte. Es gab tatsächlich... Hier haben wir einen Azumera gefangen, so nebenbei. Es gab tatsächlich ein Pokémon, dessen Ruf mich so geflasht hat. Ist es hier immer noch? Ist es immer noch Route 118? Ja, scheint so, ne? Ja. Und der Ruf hat mich auf jeden Fall so geflasht, dass ich sagen muss, wow, ich muss euch davon jetzt erzählen. Danke! Wir haben endlich eine Profi-Angel. Und eine Eneko-Route. Ist das denn legal, eine Eneko-Route zu haben? Ein Flieder mit jedem Kampf mit einem wilden Pokémon. Müll! Schön, dass wir das geklärt haben. So, Ivan und John Cena, ha? Huh? Oh! Ja, ja, ich zeig euch, wie stark ich geworden bin. Dabei belassen wir es aber. Kein Interview. Stu und Nick mit Hobelupf und Weilord. Los, Ivan und John Cena. Los. So, jetzt würde ich gerne putting it to the test. Nur wen? Dann kriegt er den Karateschlag ab. Diesmal hat es nicht getroffen. Es hat natürlich nur eine Genauigkeit von 30 oder so. Na? Nice! Let's go! That was amazing, dude. Ah, oh, that's cheap. Ist nur neidisch. Leider. Oh, ein weiterer Volltreffer und Egelsamen. Toll. Lass doch mal Ivan in Ruhe. Oh, das wäre wie... ich möchte unbedingt, dass es funktioniert. Es funktioniert aber nicht. So, dann machen wir halt Schicht im Schacht, ne? Kaputt. Ja. Nein. Ich hätte vielleicht vorher erst meinen Ivan heilen sollen. Egal. Da pfeife ich drauf. Ein Metang.
So, um jetzt noch einmal zu versuchen, das, was ich vorhin sagen wollte, auf einen Punkt zu bringen. Fuck off! Auf jeden Fall gab es da ein Pokémon, was mich so geflasht hat vom Ruf her, dass es jetzt eins meiner Lieblings-Pokémon geworden ist. Dabei ist es im Competitive echt schlecht. Um das nochmal kurz zu erwähnen. So. Genug davon. Denn ich möchte auch nicht verraten, was für ein Pokémon es ist, sonst würde sich keiner mehr die Videos angucken, wenn sie denn hochkommen. Und ich warte tatsächlich ein wenig darauf, bis ich mal, vielleicht bis ich Geburtstag habe oder einjähriges, so Sachen. Ein wildes Krabbi. So. Kommen wir wieder zurück zu Pokémon. Bam, 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 ram, bam, bam, bam. Ein Stampfer, das gefällt mir nicht. Och. Nie Glück. Ivan hat nie Glück. Ja, ja, er hat nämlich am Arsch. So. Level 32. Nope. Na! Hi, du bist der Trainer, den ich in Forsthaven getroffen habe. Punkt, 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 Punkt. Okay, du bist Eddie, ich erinnere mich. Eddie, in dieser großen Welt gibt es vier verschiedene Arten von Pokémon mit vier verschiedenen Elementklassen. Siehst du verschiedene Elementklassen auf oder nur Pokémon einer bestimmten Elementklasse? Was denkst du als Trainer darüber? Tut mir leid, ich probiere. Nun hoffen wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe nicht. Stopp. Ich gucke erst auf den Pokémon auf, wie weit ich denn von der nächsten... Ernsthaft? Ihr wisst, dass das noch ein Stückchen ist, ne? Schon so noch eine komplette Route und so. Das ist ein weiter Weg. Ein weiter Weg. Zitrubeeren. Yeah. Ja, gib es mir. Und Teleport. Pokémon heilen. Macht momentan einfach in meinen Augen Sinn, jetzt ein Pokémon zu heilen. Ich frage mich gerade... Ah nein, hat's erledigt. Ich frage mich doch nichts. Alles gut. Am Ende wird alles wieder gut. Da, 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 da. Damn. Auch ein schöner Ruf. Klingt ähnlich wie Mewtwo tatsächlich. Das habe ich schon einmal gesagt wahrscheinlich. Das haben wir alle schon mal herausgefunden. Jeder, der eine Randomized Nuzlocke Challenge gemacht hat, die Augen zugemacht hat und gedacht hat, oh mein Gott, ist das ein wildes Mewtwo? Und dann kam ein Paras. Vogel-Pokémon, die elegant durch die Lüfte fliegen, bla bla bla. Und ich gucke auf die Uhr und, ach okay, den kriegen wir noch hin. Den kriegen wir noch hin. Super Sache. Und wisst ihr, wie wir ihn hinbekommen? Genau. Eiseskälte. Verdammt. Und wisst ihr, wie wir ihn hinbekommen? Eiseskälte. Aue. Wisst ihr, wie wir ihn hinbekommen, so schnell weg und so weiter? Eiseskälte. Aue. Und wisst ihr, wie wir dieses Zubiris mit einem Schlag besiegen können?
nicht mit Eiseskälte. Und ich habe nur noch eine Chance, deswegen werde ich es noch einmal tun. Aber um ganz ehrlich zu sein, wenn wir Zubiris so schnell wie möglich besiegen wollen, dann hätten wir sofort Biss einsetzen sollen. Das ist unfair. Oh, und dann setzt es gerne ein. Das ist cheap, Alter. Das ist echt unfair. Als hättest du es kommen sehen. Das hättest du bei Eiseskälte machen sollen, dann wäre ich aber ausgerastet. Ja, ja, komm. Du willst doch nur den Kampf jetzt auch in die Länge ziehen, weil ich gesagt habe, wir wollen dich so schnell wie möglich besiegen, damit ich die Folge absegnen kann und alles beenden kann und sagen kann, hey, das war's, mein Name ist Eddie Winkemann. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Pokémon Saphir, die Randomized Nuzlocke Challenge. Ich hoffe, das habt ihr euch gemerkt. Denn damit sage ich, bis dahin! Ciao!